Die Maya-Hochkultur war im ersten Jahrtausend nach Christus wohl weiterentwickelt als die meisten anderen Zivilisationen dieser Zeit, doch plötzlich verschwand sie scheinbar. Und bis heute liegen noch immer viele Aspekte dieser mysteriösen Kultur im Dunkeln, wie beispielsweise eben auch die Ursachen für ihren Untergang. Und das Rätsel ist immer noch nicht gelöst. Warum genau setzte ab dem 8. Jahrhundert nach Christus ein derart rasanter Niedergang ein? Jetzt hat ein Forschungsteam aus Cambridge vielleicht die Antwort darauf gefunden. Alle wichtigen Infos jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ihr Untergang kam plötzlich und bis heute ist das Rätsel um das Ende der Maya-Hochkultur nicht gelüftet. Und das, obwohl viele Schriftzeichen entschlüsselt werden konnten. Fest steht, der Dschungel hatte am Ende die verlassenen Städte in Windeseile überwuchert. Bisher wurden drei Faktoren und auch deren Kombination als Ursache in Erwägung gezogen. Krieg, Raubbau und Dürre. Schon frühere Untersuchungen wiesen auf eine außergewöhnliche Dürreperiode zu dieser Zeit hin. Bodenablagerungen hätten gezeigt, dass es in dem Maya-Gebiet um 900 nach Christus eine Trockenheit gegeben haben soll. Um diese Theorie näher zu kommen, hat jetzt ein britisches Forschungsteam Ablagerungen aus einem See in der Nähe der Stadt Merdia untersucht. Konkret ging es um eine abgeschlossene Lagune auf der südmexikanischen Halbinsel Yucatan. Hier konnten sich die Maya wohl ein wenig länger halten als im südlichen Tiefland, das von Urwald durchzogen ist. Das Forschungsteam analysierte verschiedene Ablagerungen und konnte so Rückschlüsse auf die vorherrschenden Umweltbedingungen ziehen. Die Erklärung dafür: bei extremer Trockenheit verdunsten leichte Partikel und die schweren bleiben zurück. Dabei können dann Gipskristalle entstehen, in denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich eingeschlossenes, uraltes Wasser fanden. Dieses untersuchten sie auf verschiedene Isotope von Wasser und Sauerstoff, denn bei Trockenheit verdunsten logischerweise zunächst die leichteren Isotope. Höhere Anteile von schweren Isotopen dagegen lassen auf eine Dürrephase rückschließen. Um zu vergleichen, bediente sich das Forschungsteam an Ablagerungen aus den Jahren 1994 bis 2010, denn in diesem Zeitraum waren Niederschläge und Temperatur genau ermittelt worden. Die Analyse der damit aufgestellten Klimamodelle zeigte ein überraschendes Ergebnis. Der aktuellen Analyse zufolge kann man davon ausgehen, dass die jährliche Niederschlagsmenge damals teilweise um, Achtung, bis zu 70% unter den heutigen Werten gelegen haben muss. Dazu schreiben sie in ihrer Studie: Wir fanden hohe Wahrscheinlichkeiten für eine Trockenheit, insbesondere am Anfang, etwa 750 bis 850 nach Christus, und am Ende etwa 950 bis 1050 nach Christus der späten klassischen Phase. Diese Daten sollen jetzt genutzt werden, um konkret herauszufinden, wie dadurch die damalige Landwirtschaft der Maya-Kultur in Mitleidenschaft gezogen wurde. Selbst wenn zudem weitere Faktoren wie beispielsweise Krieg beim Kollaps der Hochkultur eine Rolle gespielt haben sollten, zeigt dieses Ergebnis deutlich, welche fatalen Folgen klimatische Veränderungen für das Leben auf der Erde haben können. Und tatsächlich könnte es auch ein Indiz dafür sein, wie unsere aktuelle Zivilisation untergehen könnte durch den menschengemachten Klimawandel. Er ist für uns tatsächlich existenzbedrohend. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch extra Videos und Livestreams nicht, dann werdet Mitglied hier auf dem Kanal und nehmt auch noch ein paar Privilegien mit. Außerdem unterstützt ihr uns mit einem kleinen Betrag. Einfach auf Mitglied werden klicken, direkt hier unter dem Video. Und vielen, vielen, vielen Dank an alle, die schon Mitglied geworden sind. Das macht uns etwas unabhängiger von schwankenden Werbeeinnahmen hier auf YouTube. Ja, dann, das kennt ihr schon, wer noch nicht drauf geklickt hat, auf jeden Fall hier uns auf WhatsApp folgen. Da werdet ihr nämlich immer aktuell informiert, wenn ein neues Video online geht. Auf jeden Fall auch unseren Schwesterkanal abonnieren, Klicksum Social Media, das geht hier. Und natürlich nicht die Glocke vergessen. Ich mach's nochmal. Genau die. Und hier geht's weiter mit, dafür auch drauf klicken, die Mythen der Sumerer, mysteriös und rätselhaft. Bis dann. Bleibt dran.